Tobi, warum ist da oben ein Tintenfisch? Übertrieben einfaches Konzept, aber saugeil, Alter. Oh, das ist ein Plattenladen. Geiles Ding. Ja, Mann, Digga. Da ist der Köfte. Ja, Leute, was geht? Willkommen zu diesem wunderbaren Community-Event. Hier erstmal ein ganz kurzer Einschnitt vom letzten Community-Event und unseren letzten Leuten, die hier mit teilnehmen dürfen am wunderbaren Elite-Bau-Event. Let's go. Der Stadtpark. Das hier sieht auch so crazy aus. Extrem insane. Den könnte man auch mal auf die Liste packen. Das hier auf jeden Fall. Also, Junge, das hier ist aber auch so fett. Kommt auf jeden Fall mit dazu. Oh mein Gott. Ja, nehmen wir mit rein. Das heutige Community-Event ist eine ganz, ganz wilde Nummer. Und wenn ich sage ganz, ganz wild, dann meine ich ganz, ganz wild. Hier, meine Freunde, seht ihr etwas ganz, ganz Wildes. Hier seht ihr ein riesiges fliegendes Flugzeug. Also ein Flugzeug, was fliegt, weil Flugzeuge fliegen ja nun mal im Großen und Ganzen. Richtig. So viel auf jeden Fall dazu. Dieses Flugzeug ist extrem groß, hat riesige Turbinen und wurde gebaut von Yorkshire. Dem könnt ihr, wie gesagt, immer auf Instagram gerne schreiben. Ihr seht es hier, meine Freunde. Der freut sich unglaublich über eure Nachrichten. Der hat das Ding hier über Nacht einfach mal rangeklotzt, Alter. Und das hat sogar tatsächlich Turbinen. Nice. So, Leute, es ist das aber kein normales Flugzeug. Das ist kein Flugzeug, was irgendwie, sag ich mal, einfach nur fliegt, ja? Sondern dieses Flugzeug hat ein ganz besonderes Asset. Denn eigentlich ist das Flugzeug nur eine Tarnung für das, was sich innen drin versteckt. Und zwar, meine Freunde, dieses Flugzeug ist eine riesige Shopping Mall. Diese Shopping Mall ist allerdings komplett leer. Ja, und das Ding ist natürlich, Leute, wen würde ich mir da Besseres für vorstellen als meine Much-Community? Ganz genau. Es gibt verschiedene Shops hier. Der gute Leon Shortbite hat extra ein Plugin dafür programmiert. Leon, Kuss auf dein Auge. Vielen, vielen Dank dir, Bro. Gerne. Yorkshire. Und dann schreibt doch gerne Shortbite. Leon auf Instagram. Ihr seht hier den Namen eingeblendet. Leon Nengen. Vielen, vielen Dank, Yorkshire. Vielen Dank auf Kuss auf dein Auge auch an der Stelle. 100 Leute, meine Freunde, kriegen hier einen Shop, okay? Dieser Shop muss gebaut werden. Ihr könnt euren Shop designen, wie ihr möchtet. Ja, also ihr könnt da wirklich verkaufen, was ihr drin wollt. Bedenkt, ihr habt nicht eine riesige Ladenfläche und jeder Shop ist fast gleich, außer die Shops, die hier so ein bisschen länglicher sind. Ja, ihr könnt das auf 2 Etagen machen. Hoch genug wäre es. Ihr könnt es auf 1 Etage machen. Gebt euch nur Mühe. An der Stelle, meine Freunde, wie gesagt, wer jetzt hier wieder ordentlich abreißt, kommt definitiv wieder mit auf die Elite-Bau-Events mit dazu und wird da herzlich willkommen geheißen. Die Leute können bis hierhin abbauen, also bis zu dieser grauen Linie immer. Also ja, die Glasscheiben könnt ihr halt auch noch abreißen, diese ganze Front auch bis da oben hin, dass ihr euch eigene Fronten auch designen könnt. Den Boden könnt ihr auch komplett wegreißen, die Wände nicht. Die könnt ihr nicht machen, aber halt da im Endeffekt selber noch was vorverkleiden. Allgemein, Entities könnt ihr ausbauen, also sei es Schafe oder was auch immer, wenn ihr es haben wollt. Die haben aber no AI, die können sich nicht bewegen. Die können also nicht rauslaufen, die bleiben da stehen. Okay. Ich würde sagen, Leon, alle können eigentlich in ihre Shops rein, ja? Okay, dann los. Und dann auf geht's. Ihr habt jetzt alle einen eigenen Shop, meine Freunde. Beginnt einen eigenen Shop zu bauen. Ja, Azolia, du siehst es. Wenn du jetzt hier aus dem Shop rausgehst, bist du automatisch in Game Mode 3. Ihr müsst euer Grundstück natürlich auch wiederfinden, aber da steht ja zum Glück alles oben drüber, Digga. Krankes System, Leon. Und auch, wie gesagt, fettestes Shoutout an den guten Yorkshire, Digga. Baba-Team, was wir mittlerweile haben. Alva steht hier einfach nur rum. Hat auch gar kein Interesse daran, eigentlich hier anzufangen. Also ich bin mal gespannt. Digga, Seeking hier auf jeden Fall mit dem anderen Drip-Skin. Das ist Peppa Pig mit schielenden Augen und einem Gucci-Anzug in AirPod. Ah ja, okay. So nicht, Minion. Gut, also alle fangen erstmal an, ihre Finger abzureißen. Okay, das hier wird scheinbar so eine Art Blumenladen. Also hier werden ja safe irgendwelche Markenläden werden hier bestimmt gebaut werden. Der Typ hat erstmal gar kein Licht in seinem Laden drin. Der Arme, der hat einfach alle Fackeln rausgemacht. Das sind eigentlich die besten Läden hier, die ganz langen, die man hat. Die länglichen, ne? Ja, da kann man ganz schön geil irgendwie so, ne? Allgemein so Item-Shop-mäßig was aufbauen. Der Ehrenmann hat es gar nicht verstanden. Ich weiß nicht, was das hier soll. Hier steht einfach nur ein Pimmel drin. Solid. Oh, damn. Tyanny geht hier auf McDonald's-Basis an den Start. Interessant, Bro. Wo hat er diesen Kopf her? Keine Ahnung, wie er es gemacht hat. Grundsätzlich kann sich wirklich jeder selber sogar Köpfe holen. Aha. Indem er sich die im Singleplayer holt und im Creative Inventar abspeichert. Das kann ich als kleinen Tipp geben. Hier kommt auf jeden Fall ein Aquariumshop von Montana Black rein. Auch nice. Digga, ich muss mir auf jeden Fall mal ein anderes Texturepack reinmachen, Mom. Hier ist gar nichts richtig, Alter. Hier sind so Trimax-Gesichter drin und sowas. Was ist das? Was ist das? Ist das jetzt das richtige Texturepack hier? Nee. Hier ist jeder Kopf Montana Black. Ach du Sch. Da ist aber jetzt... Digga, was... Moment, Mom. Elias, Bro. Elias, komm, lass das. Elias, bitte. Das ist ein Shoppingcenter, Elias, bitte. In einer Mall, Elias, ist kein... Ist ein Strip... Elias, bitte. Ich lasse euch auf jeden Fall jetzt erstmal bis 12 Uhr oder sowas bauen, Leute, ja? Ihr habt auf jeden Fall jetzt ordentlich Zeit, hier was richtig Nices draus zu machen. Hasset auf jeden Fall gut rein. Ich sehe hier sehr, sehr interessante Ansätze. Ich sehe auch sehr, sehr viele Ansätze, die ich überhaupt nicht verstehe, wo ich mich frage, was das Ganze hier soll. Bro, Zero zockt da seinen Laden komplett zugemacht.
Alles klar. Digga, da wird auf jeden Fall gerade ein Villager geschlagen. Ja. Gut, Leute. Ich würde sagen, dass wir schauen dann einfach nochmal um 12 Uhr rein. Ja. Tolle Community, wirklich. Gut, so viel dazu. 3 Stunden später. So, Leute, dann schauen wir mal ganz kurz, wie es hier aussieht. Tobi, komm mal zu mir, mein Gudor. Fangen wir an hier vorne mit dem Shop von The Clash King, der Supreme Shop, Alter. Es hier ist 12 es. Uhr. Ich kauf mir Heroin. Nö. Gents, LCN, alles, wirklich alles Supreme. Klar, was haben wir hier? Ja, das ist ein absoluter Sch*** hier, Tobi. Okay, Bro, was haben wir hier? Der hat mich mehr als überzeugt. Shop von Real Tommy. Oh, damn, Bro. Der sieht so schön aus, Mann. Bruder, so aquariummäßig, ne? Tropenfisch, Pufferfisch. Alter, mega geil, das Aquarium, find ich echt oder? Schön. Finde ich mega schön. Richtig nice. Okay, was haben wir hier? Momentan haben wir Coronavirus geschlossen. Wir freuen uns, bald wieder gesehen. Digga. Bro. Die Idee fand ich so gut, ey. Nice Flex. Alter. Guck mal, hier steht sogar in einer Umkleidekabine. Da sind sogar Kameras oben, Digga, Alter. Und hier ist auch Trimax im Hintergrund bei den Bildern. Try, Leute, moin, Max hier. Ja, moin, Trimax. Hier, Leute, moin. Genau. Digga, okay, Tobi, warte mal. Mom in dem Schaufenster, ganz weirde Sachen. Da würde ich nicht mehr hingucken. Digga. Ah, ja. Okay, lol, der Zombie hat Mundschutz an. Guck mal. Ja. Der nächste ist mega, wirklich. Das wird. Okay, Bro, was haben wir hier? Shop von Freespot. Ollivanders Zauberstabhandel. Wink. Oh, Digga. Der hat richtig Beschreibung gemacht. What the f***? Baumart Stechpalme. Länge 11 Bruder, Zoll. Phönixfeder. Bruder, wurde von Gregor. Alter, Digga. Ich feiere das Prinzip, Digga. Bruder, das ist sehr, sehr nice, Mann. Das ist wirklich crazy gut. Tobi, warum ist da oben ein Tintenfisch? What the f***? All you can drink mäßig. Der Iron hier, Tobi. Guck mal, diese Döner. Siehst du das? Ja. Bro, der Spieß ist anders geil. Guck mal. Lol, what the f***? Er weiß, Hamster, Ham. Was zum Teufel, Alter? Wie geil. Okay, das ist richtig nice. Digga, Köftespieß, ein Geld, Ekelpizza, 5 Millionen Geld, Döner ohne alles, Döner mit alles. Das ist wirklich perfekt. Sehr gut gemacht, Digga. Bro, der kriegt auf jeden Fall, den behalten wir im Hinterkopf, Tobi. Wir gehen gleich nochmal komplett durch. Dann haben wir hier Soos Shop. Was gibt's hier zu kaufen? Nur Revis. Nicht viele Artikel wie Revis Kanal, auch wenn wenig Content. Ha, lol, okay, aua. Den bann ich einfach, Digga. Blumenladen von Alva, Digga. Alva hat, glaube ich, auf jeden Fall irgendwie. Warum ist der so klein? Chromosome gekreuzt, Digga. Ja, ist auch schön, ne? Klein, der ist aber süß. Nudes, 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 Nudes. Der verkauft Nudes in drin. Frau Bra ohne Shirt. Revi ohne Hose. Fast schon ekelhaft. Alles klar. Top-Laden. Danke dafür. Hier Pengel, also Aquarien-Shops gehen hier hoch im Kurs, Digga. Richtig unterwasserweltenmäßig. Ah, Digga, hier so jeder Fisch 24 Millionen. Okay, nice. Korallen und vieles mehr. Ah ja. Perfekt, Digga. Das ist ein richtiger Easy-Laden. Sehr geil. Okay, Beatnox hier. Oh, Bruder, das sieht aus wie so ein Zaubergeschäft. Ja, ne? Ja. Sehr, sehr geil. Das ist ein Piratenladen hier. Guck mal, das ist ein Piratenbanner. Das ist ein Piratenladen, oder? Willkommen in meiner Welt. Tobi? Stop it. Willkommen in meiner Welt. Get some help. Oh, Bruder. Wilder Gucci-Laden hier. So, Alter. Ganz viele Gucci-Läden hier, Digga. Oh mein Gott, Digga. Millionen halt, ne? Es kostet alle 30 Millionen. Perfekt, Digga. Ich weiß zwar nicht, wer das bezahlen soll, aber nice. Ich hoffe, was Pascale. Oh, auch clean, Digga. Könnte so, das könnte hier so Hollister sein. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Alles Babyfuchse. Also, Gold. Das sind keine Babyfuchse, das sind große Fuchse. Ja, ich wollte gerade, die sind ausgewachsen, Digga. Bro, du hast einen Job. Das sind alles große Fuchse, nicht Babyfuchse. Oh, damn. Boah. Digga, das hier ist wild. Das ist so ein richtiger TD-1-Euro-Laden, Digga. Da gibt alles, was du brauchst. Alles auf Enderkiste. Alles ein Baumarkt, Digga. Das ist ein Baumarkt. Geil. Ach so. Ja, okay, dann doch, dann geil. Dann geil. Warte ich schon mal im Gucci-Store. So sieht im Gucci-Store gibt es keine Strippstangen. Geschlossen wegen Corona. Achtung, Corona. Revis Merch Store. Oh. Der hat mich hops genommen. Bomb. Oh, shit. Digga, ich hab tatsächlich. Ja. Ja, gut, mein Merch, da arbeiten wir dran, ne, Tobi? Machen wir einfach weiter beim nächsten Laden. Wo ist Akini wieder hingelaufen? Siehst du ihn? Willkommen. Ah, Akini, ne? Ist Hund von irgendjemandem. Ich hab ihn gerade gehört auf jeden Fall. Oben ist er, guck mal hier. Oh, lol, ich sehe ihn. Arcadia auf Heroin. Ach so, okay. Versteh den Shop hier auch nicht, aber interessantes Konzept definitiv. Was ist das hier? Rewe, ich musste im 6. Klasse Gymnasium. Ich hab das beim Mathe. Rewe, ich bin 6. Klasse Gymnasium. Ich hab das bei Mathe gelernt. Junge, richtig Autist, Alter. Lol, nice, Digga, nice. Der nächste ist wild. Oh, das ist Intel. Bruder. Guck mal, da ist i9, i5. Bruder, er hat einfach Prozessoren hier. Alter, Digga, was? i7 für 400 Euro. Übertrieben einfaches Konzept, aber saugeil, Alter. Bruder, geisteskrank, Mann. Sehr, sehr crazy, Alter. Sehr, sehr nice. Sehr, sehr stark, Alter. Wer ist das? Gold Dragon Ben. Oh, das ist ein Plattenladen. Wie geil. Geiles Ding. Lol. Geil, Tobi. Schallplatte aus dem Jahre 1844. Schwierig, weil es da noch keine Schallplattenspieler gab. Nur Grammophone, das waren andere Sachen. No front. Aber, ey. Tobi auf jeden Fall. Der kommt auf jeden Fall auf die Liste. Oh, auch stark hier. Auch sehr geil. Ich verkaufe Revis Ehre. Existiert nicht, du Penner. Ich hoffe, dein Hund bekommt Babys. Nee, voll der coole Laden. Wirklich, Shadow TB. Oh, der ist irgendwie gebannt worden. Oh, das sieht auch geil aus. Eine richtig geile Boutique. Bro, auf jeden Fall auf Liste. Boutique. Okay, gehen wir mal eine Etage tiefer, Bro. Oh, Tobi, ganz wild. Guck mal hier. Ui. Der hat hier alles, Digga. Der hat hier alles. Ey, geil.
Charmex, Rolex, Rolex, Daytona. Oh mein Gott, Digga. Elytren, Drachenatem. Tobi auf die Liste mit dem Bro. Essen, Klamotten und Rolex-Laden. Marc Gebauers Traum. Oh, auch geil. Lightsaber-Sale. Oh, guck mal, Tobi. Oh mein Gott, wie geil. Digga, so kranke einfach Idee. Und ganz geil um die Decke, um die Ecke deckt. Um die Decke geeckt. Um die Ecke gedeckt. Um die Ecke gedacht, Junge. Richtig wild, Mann. Finde ich geil. Krank, geil. Sehr, 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 sehr cool, wirklich. Gib mir den Episieg, ich bin traurig, weil ich im Mikro bin. Auf die Liste mit diesem traurigen Mann. Deine Community. Ich bin traurig. Ja. Vor dem Betreten am Villager lecken. Kloecke. Bitte nicht die Rohre verstopfen, das Toilettchen. Alles klar. Guck mal, hier geht's sogar hoch, Tobi. Was ist hier? Du hast die geheime Code gefunden, das war ja anscheinend wie so kack wurde. Digga, das ist aber ein geiler Laden, den finde ich geil. Digga, den finde ich wild, den Laden. Auch auf die Liste mit dem. Oh, der Burgerladen hier ist auch wild, Tobi, guck mal. Ja, sieht gut aus, feier ich. Digga, hier gibt's Red Bull, ne? Guck mal. Lol. Ehre, Digga, der kommt auf die Liste. Red Bull, Pommes, Burger, geil, Mann. Gefällt mir sehr gut. Oh, auch wild hier, guck mal, Tobi. Auch ziemlich gut gemacht. Diese Steve-Köpfe da oben verstehe ich zwar nicht. Boah, auch geil hier, guck mal, das Café hier, Digga. Bude von Frau Atlantis, ja, Mann, Digga. Da ist der Köfte. Bruder, der kommt rein. Der Köfte sieht so gut aus, Digga. Ist zwar ein Riesenköfte, aber egal. Bruder, Ehremann. Nehmen wir. Big Mac Bundle. Oh, Bruder. Ui. Wild mit dem Wasser. Oh mein Gott. Feier ich richtig. Ganz, ganz wild, Digga. Ich habe gerade an diesen so einen Sushi-Band gedacht, aber das ist es nicht. Aber finde ich geil, Digga. Sehr, sehr gut. Nehmen wir mit drauf. Oh, Noahs Köftespieß. Kabel, ja. Oh, das ist Nordsee. Echt? Das ist Nordsee. Ja, dieser Fischladen. Nordsee. Kennst du? Ja, kenne ich. Das Fischrestaurant. Geil. Auch geil, ne? Ich finde es halt geil, dass auf engstem Raum so viel gemacht wird. Es ist schon geil. Es ist wirklich... Ne, gefällt mir. Finde ich auch sehr schön, den Laden hier, muss ich sagen. Uff, Alter. Oh, Bruder, ganz wild. Tobi. Digga. Sehr, sehr stark. Wirklich sehr, sehr geil, Mann. Gefällt mir richtig gut. Ja, ist echt geil. Geiler Meckes. Ofenkartoffeln und sowas. Lost gibt's hier auch zu kaufen. Mit Fisch also. Vegetarisch. Sehr, sehr nice. Oh, Fischis, guck mal hier. Hier gibt's einfach so Backfisch zu kaufen, Digga. Ja, so Blub. Blubfisch, Alter. Nice, sehr cool. Hier ist ein Arcani-Shop. Boah, der Käfig. Der Vogel, Digga. Der Vogel ist wild. Der Vogel ist wild. Bro, der Käfig sieht so schön aus. Ja, Mann, richtig stark. Guck mal, das Aquarium hier auch, Digga. Die echt schön. Ja, wild. Nehmen wir mit rein. Oh, Bruder, auch ganz wild hier. Guck mal, dieser Weinladen hier. Siehst du das? Boah, diese Bar. Ich würde mir reinsaufen, Tobi. Du auch? Digga, lass uns zusammen wegsaufen heute Freitag Abend. Freitag Sofstream, Tobi, let's go. Wir treffen uns einfach abends. Finde ich geil. Machen wir. Nehmen wir mit rein, Tobi. Oh! Digga, crispy clean hier das Ding. Ich weiß noch nicht, was hier zu kaufen gibt. Es ist irgendwie ein OP-Saal. Ich weiß nicht, aber es sieht geil aus irgendwie. Hier gibt's Korallen zu kaufen. Bro, das Great Barrier Reef stirbt ab und du verkaufst Korallen, du Untermensch. Das ist nicht in Ordnung. Sieht man das? Merkel macht Shisha auf. Der Reaktionsboss, hehe. Du musst jetzt mal hassen, du kleiner Drecksack. Das ist ein Bilderladen. Oh, Bruder. Billard hier, guck mal. Ah, das sind Spielautomaten, ne? Auch, guck mal. Hätte man ein bisschen mehr mitmachen können, ja. Knossi wird auf jeden Fall abgehen, Alter. Kleine Casino-mäßig hier, nice. Ziemlich cool. Ey, ihr seid echt geistkrank kreativ. Oh, mystisch hier mit dieser Front, ganz clean. Das ist... Ich glaube, das ist ein Stripclub. Also, to be honest, wirklich, ich finde echt wild, was ihr hier gemacht habt, Mann. Bin ich ehrlich? Ziemlich krasse Sachen dabei. Wirklich, wirklich cool. Ganz großes Shoutout an euch alle, Mann. Beim nächsten Community-Event gibt es auf jeden Fall von uns ein Update, wer tatsächlich alles hier die große Fahrkarte ins Elite-Event gewonnen hat. Ich würde sagen, Tobi, sind so um die 20 Leute bis dato schon, ne? Ja, locker. Also insgesamt sind es ja schon mehr. Dit war auf jeden Fall soweit. Wenn ich jetzt nicht alle gesehen habe, tut mir leid, ich bin todesmüde, Mann. War es auf jeden Fall vom heutigen Stream soweit und auch von diesem Video. Lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da. Und ich grüße eure Augen. Macht's gut, haut rein. Tschüss.